Hallihallo Löhle, hier ist Oliver 3911 und wir sind raus aus dem Animus. Weil wir haben im letzten Part so viele E-Mails erhalten, dass ich mir gedacht habe, hey, die musst du dir nochmal angucken. Also gucken wir uns die jetzt mal an. Sorry, Desmond, ich habe echt viel zu tun. Bis später. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht mit dir reden. Ich wollte eigentlich B drücken und ich habe B gedrückt, aber offensichtlich hast du da was dagegen gehabt. So, wir waren ja beim letzten Mal hier, Hastings Amulett waren wir gewesen. Hastings Amulett? Sean Hastings, und Quatsch, das ist Hamlets. Aber Moment, egal. Auf jeden Fall machen wir jetzt mal weiter. Und unglücklich, unglücklich, unglücklich. Um 22 Uhr gesendet. Gucken wir mal rein. Herrgott nochmal, Rebecca. Mit diesem ganzen angeblichen Patches und Updates und Verbesserungen, die du in der letzten Softwareversion eingebaut hast, sollte man meinen, du besäßest den Anstand, vielleicht ein Wörterbuch für britisches Englisch in die Rechtschreibung, in die Rechtschreibprüfung einzubauen. Manch einer hier bevorzugt es, bei der Korrespondenz einer ordentlichen Sprache zu verwenden. Hä? Die Datenbank versucht ständig bei einigen Worten den Buchstaben S durch Z zu ersetzen. Und dem Buchstaben U wurden ebenfalls der, und dem Buchstaben U wurde ebenfalls der Krieg erklärt. So kann ich nicht arbeiten. Wenn du mich fragst, das ist schon alles sehr in was? Was? Ist ja egal. Denkt euch das Wort einfach weg. Und auch wegen die Brinde... Gott, ich kann gar nicht mehr lesen. Ich habe noch nicht mal die Uhr gestartet, ey. Und auch gegen die Prinzipien der Assassinenbruderschaft, soweit ich weiß. Und ich dachte gerade, wir schließen niemanden aus. Okay. Egal. So. 3.11.2012, 18.29 Uhr. E-Mail gefixt. Hey, zur Info. Die E-Mail-Kettenantwort benötigt jetzt nicht mehr dutzende Male das Kürzel RE. Das sollte die Betreffzeile wieder überschaubarer machen. Daumen hoch dafür. Okay. 3.11.2012, 18.35 Uhr. RE, E-Mail gefixt. Und du bist dir sicher, ja? Klappt ganz gut, wie man sieht. So. 18.38 Uhr. Re, E-Mail gefixt. Haha, sehr lustig, Sean. William Miles, 18.40 Uhr. Konzentration bitte! Schön, deswegen gucke ich mir die E-Mails so gerne an, diese kleinen, neckischen Gespräche untereinander hier. Aber ich finde es schade, dass man die nicht als gelesen markieren kann. So muss ich die jedes Mal neu durchklicken. Verdammt. Ah, ganz nett. So, mit Rebecca haben wir schon geklärt, können wir nicht reden. Was sagt denn der William Miles? Vergeude keine Zeit. Genau das wollte ich jetzt auch sagen. Und Sean wird uns bestimmt auch einen äußerst sinnvollen und immer hilfbereiten Spruch an die Nase backen, platzieren. Ich arbeite gerade. Alle visuellen Hinweise sind da. Keine Zeit für Geplauder, okay? Sorry. Tja, wie ich schon sagte, sehr hilfreich. Gut, dann haben wir jetzt 2 Minuten verschwendet mit E-Mails lesen, die, wie ich fand, sehr lustig waren. Und können jetzt weitermachen im Animus. Immerhin müssen wir ja noch einen General oder irgendwas töten oder ähnliche Sachen mit ihm anstellen, um ja die Mohawk-Indianerin auf unsere Seite zu bringen. Das ist definitiv wichtiger, als in der Realität mit Leuten zu reden. Real Life wird ja auch überbewertet, nicht? Dann noch lieber in einer fiktiven, Animus-gestalteten Welt spielen und Leute töten. So, und wir haben das Werk bis wir Concord betreten. So sieht's aus, ne? Gut, gucken wir mal auf die Karte. Hier ist ein Laden, guck mal. Was? Ne, das ist ein Hausier. Das klingt schon so abstrakt, das finde ich bald wieder interessant. Guck mal, hier, das ist der Weg, den wir letztens gegangen sind. Wo wir den die anderen verfolgt haben und so, ne? Und, hier sind wir. Also, wie ihr seht, das Gebiet ist doch ganz schön groß. Deswegen versuche ich jetzt trotzdem mal... Nee, vergiss es. Den Hausier suche ich beim nächsten Mal auf. Das ist mir dann doch zu weit, dann muss ich ja wieder zurückgehen. Und selbst mit Pferd könnte das kompliziert werden. Also, machen wir das nicht. Apropos Pferd, ich habe hier irgendwo eins stehen sehen. So, boah, jetzt habe ich ja die Wahl. Wer die Wahl hat, hat die Qual, nicht wahr? Ich nehme das Braune. So. Das sah mir jetzt am sympathischsten aus. Das Pferd sah so aus, als würde es sein Leben für mich riskieren. Und genau so ein Pferd brauche ich. So, jetzt müssen wir hier noch die Brücke nehmen. Verdammt, hätte ich früher ahnen sollen, dass man hier so rüberkommt. Ja. Gut. Das war jetzt der komplette Umweg. Was auf einem Pferd sprinten. Drücken Sie beim Galoppieren A, um auf dem Pferd die Sporen zu geben. Jetzt kann ich das auf einmal. Super.
So ein bisschen wie in Red Dead Redemption, ne? Man muss immer mal regelmäßig A drücken. Schnelles Galoppieren kostet dem Pferd viel Ausdauer. Reiten Sie in normaler Geschwindigkeit weiter mit das Pferd. Wo sehe ich denn die Ausdauer des Pferdes? Habe ich die irgendwie eingeblendet? In Red Dead Redemption hast du ja da so einen schönen Balken für. Hier jetzt aber irgendwie nicht. Na gut, schade. Da kämpfen zwei Hunde gegeneinander. Ja gut, soweit alles klar. Ich laufe hier nochmal ganz kurz rum, um dieses Gebiet hier gleich auf der Karte aufzudecken. Kann ja was Wichtiges sein, man weiß es nicht. Sieht jetzt aber nicht so aus. Ach, mit B kann ich springen, oder? Ja, mit B kann ich springen. Und weiß nicht, was aufstehen heißt. Okay, ich kann so stehen. Keine Ahnung, was das heißt. Vermutlich kann man dann besser springen. Alles klar. Pferd, bleib hier. Kommst du jetzt her? Ach, je. Aufsitzen. So. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier den richtigen Weg reite. Aber hey, ist egal. Wir reiten jetzt einfach mal quer durch die Prärie. Nee, ich glaube, ich laufe falsch. Wir gehen jetzt hier querfeldein. So, egal. Ob das dem Pferd gefällt oder nicht. Ist mir egal. Hauptsache, ich komme schneller an mein Ziel. Und aber, glaube ich, rechts irgendwo ein Tier gerade eben. Ach, ich kann springen, nicht das Pferd. Also das Pferd kann irgendwie auch springen. Was bist du? Ach, du bist ein Hase. Ist klar. Guck mal, hier kann ich über die Bäume klettern. Das ist doch auch schön. So, ey, da hinten ist eine Windmühle. Die muss ich mir jetzt auch mal angucken, schnell. Och, so viel zum Thema schnell. Hier ist tiefer Schnee. Ja, Pferd, du bist gut. Du versinkst aus irgendeinem Grund nicht im Schnee. Also nehme ich dich mit. Oder? Na doch, aber es ist definitiv schneller als ich. Cool, eine Windmühle. Hübsch. Sehr hübsch, gefällt mir. Ist da ein Adler irgendwo drauf, dass man das vielleicht als Aussichtspunkt benutzen kann? Nee, sieht nicht so aus. Schade, das wäre ein schöner Punkt für einen Aussichtspunkt. Na gut, aber hier gibt es ansonsten nicht mehr weiter großartig viel zu sehen. Ich habe das Gefühl, hier in dieser Prärie, oder wie heißt es nochmal, im Outland, kann man auch viel entdecken, also. Vielleicht nicht so viel wie in Red Dead Redemption, aber definitiv viel. Ich habe ja auch schon durch Zufall, ich habe mich da aus Versehen wieder spoilern lassen, gesehen, dass es hier auch ein paar Easter Eggs gibt in diesem Grenzland, also ein paar schöne Missionen. Aber wie weit die aussehen werden, das werden wir auch erst erfahren, sobald wir Connor dann sind. Weil ich habe in dem Video Connor gesehen. Übrigens, ich habe erfahren, dass es so 8 Stunden sind oder sowas, die man mit diesem Menschen hier rumspielt. Teilweise sogar länger. Das ist ja schon länger als so manches Spiel, ne? 8 Stunden. Aber gut. Je nach Spielweise haben sie gesagt, glaube ich, so 14 Stunden, wenn man wirklich langsam spielt. Das ist echt heftig. Aber wir werden mal gucken, wie lange ich dafür brauchen werde. So, 24 Meter noch. Das heißt, wir sind am Ziel. Das heißt, ich kann das Pferd jetzt hier stehen lassen. Scheiß auf das Pferd. Das kann ja laufen. So, hallo Indianerin. Dessen Namen ich vergessen habe. Auf jeden Fall müssen wir jetzt den Teufel im Detail suchen. Los geht's. Nutze den Schneesturm, um dich zu tarnen. Hast du etwa Zweifel? Das nicht. Aber ich muss vorsichtig vorgehen. Geh schon, los. Ich halte von hier Ausschau. Ja, sie versteckt sich hinten. Und ich darf... Ich verstecke mich in den Karren. Ich darf wieder vorne hin. Welche Karren? Ich sehe keine Karren. Zum Teufel. Was sind für Karren? Ach, diese Karren. Alles klar. Das funktioniert. Super, das funktioniert. Haha. Rote Bereiche auf der Minikarte sind übrigens militärische Sperrgebiete. Ne? Wenn ihr wünscht, mal sehen. 2 Tesser Salz, 12 Pfund Schwein, 10 Pfund Eier, 16 Käse. Nicht aus Frankreich, keine Sorge. 5 Flaschen Whisky. Sind Uniformen, Stiefel und Leder zum Flicken, Decken, Karren und Pferdestroh. Was noch? Was noch? Das war's. Mehr habe ich nicht. Nicht aus Frankreich natürlich, finde ich gut.
Guck mal hier, und der eine Soldat, der hat auch schon mächtig mit dem Schneesturm zu kämpfen. Sein Licht fällt sogar weit auseinander. Na gut. So. Diese Kanonen sehen nach Ärger aus. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Bekanntheitsgrad 2. Gegner beginnen bei Sichtkontakt an Untersuchung. Alles klar. Erstmal gucken, ob hier vielleicht ein Gegner ist. Okay. Jetzt müssen wir also Kanonen ausschalten. Könnte ein Problem werden. Mal schauen. Der hier patrouilliert mir auf jeden Fall zu viel. So, aber... Ach, man finde ich doof hier, dass man hier nicht die Aussichtspunkte... Entsprechend, Aussichtspunkte, die Verstecke... nein, nein, nein. Alter! Wir brauchen mehr Soldaten! Jetzt hat er die falsche... Ja, okay. Das war jetzt Fail allererster Güte. Na gut, dann müssen wir es nochmal machen. Diese Kanonen sehen nach Ärger aus. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Jo, vielleicht. Ach nee, wieso? Ich konnte ja nicht an, dass die auch noch hier sind, Mann. Das ist ja doof. Hä? George Washington. Was hat denn George Washington hier zu suchen? Na gut. Die erste Stealth-Mission im Spiel und jeder weiß, ich hasse Stealth-Missionen. Aber jetzt habe ich zumindest eine Idee. Und zwar ist hier ein schönes Versteck. Mit Löllen, Gedöns, wo man langkommt. Kein Waffenstillstand. Verdammt! Warum, George? Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem er derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen, so ungern ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist? Das behagt mir sicher nicht. Okay, die optionale Wache vergesse ich jetzt. Das schaffe ich eh nicht. Eine Mission. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keine Mutter oder Sie die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Verdammt, verdammt, verdammt! Mann, oh Mann. Du bist uns nicht los! Nein, ich darf euch nicht töten. Du kommst sofort zurück! Och, wieso sehen die mich eigentlich immer sofort? Och, das ist doch eine Scheiße hier. Also, das finde ich gerade richtig kacke, so eine Stealth-Mission, wo die mich sofort entdecken, ey. Oh, bei mir sind gerade Kinder vor der Toast-Tür. Halloween. Wisst ihr noch, ne? Ich hab frei und hab Halloween. Und die wollen offensichtlich was Süßes haben. Schweine. Haben wir überhaupt was gekauft? Ich meine, das ist ja nicht mein Problem. So sieht meine Mutter drum gewann. Was ist das Weiße da vorne? Welchen Grund nannte er? Egal. Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem er derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen, so ungern ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat, unsere Truppen verteilt. Und ich fürchte, Brothers Blutdurst macht ihn leichtsinnig. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keiner Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Wo ist der General Jens? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Fort Duquesne, vermute ich? Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird dauern. Eine Abschrift der Flormen liegt im Kommandozelt, falls Sie sie sehen möchten. Ich dürfte zwei zu interessieren. Ich habe versucht. Ich weiß. Ich mache. Diese Karte wird sicher nützlich sein. Ich muss sie finden. Gut. Alles klar. Dann haben wir zumindest das schon mal einigermaßen geschafft gerade. War gut. War sehr gut. Und was den hier angeht, ich meine, wir haben eh schon eine Wache auf dem Gewissen. Das schadet eine mehr oder weniger auch nicht. Verdammt, die Mission wurde neu geladen, oder was? Egal. So, und hier vorne sind die komischen Kanonen, die ich nach Möglichkeit auch zerstören sollte, nicht wahr? Ich recht erinnere, also versuche ich das jetzt mal. Da oben steht zwar eine Wache, auf die muss ich aufpassen. Aber auch nur, wenn sie da hinguckt.
Na komm, dreh dich um, alles klar. Interagieren. Ah, jetzt muss ich auch noch gedrückt halten. So, Kanonen sabotieren. Hast mir nicht gesehen. Boah, die sind mir echt teilweise zu schnell. Die sind mir echt teilweise viel zu schnell. Hui. Schon heftig, dass die so heftig hier mir hinterherlaufen, ne? Das ist schon heftig, heftig. Mächtig, heftig. Ach, und ich laufe hier vollkommen falsch. Ich muss ja hier gar nicht runter. Ich wollte eigentlich die Kanone kaputt machen. Aber ganz offensichtlich muss ich das gar nicht. Was haben wir hier? Oh, das kann man kaputt schießen. Das ist gut zu wissen. Gut, da sich jetzt hier keine weiteren Wachen aufhalten, werde ich mir jetzt mal diese strategische Karte klauen. Die brauchen die bestimmt nicht mehr. Und ansonsten der Zone entkommen und anonym werden, das werden wir, glaube ich, mal im nächsten Part angehen. Ich bin Oliver 3901 und ich bin jetzt raus. Tschüss!